So, mal gucken, was jetzt alles so hier hinhaut. Eine Runde Dead Island Definitive Edition. Ja, auf der PS4. Gut, ich hatte vorhin einen Fehler gemacht. Ich habe die Rider-Kampagne gespielt. Naja, egal. Es war auf jeden Fall richtig geil. Ich habe sie durch und jetzt habe ich gerade mal angefangen, den ersten Teil zu spielen. Und jetzt hier von Zimmer zu Zimmer und klau mich mal so ein bisschen durch. Ich hoffe, dass es bei Twitch diesmal nicht so verpixelt ist, weil letztens, als ich gestreamt hatte von der PlayStation direkt, war immer das Bild verpixelt. Aber im Moment sieht es eigentlich ganz gut aus. Gut. Gucken wir mal. Ich habe das ja schon früher auf der PS3 viel gespielt. Da war schon richtig genial. Und ja, hab's gesuchtet. Ohne Ende. So, war das, die Taschenlampe. Ja, die Grafik hat sich verbessert. Es gibt halt Unterschiede. Sieht etwas besser aus als ne, früher auf PS3 oder so. Texturen wurden ein paar verändert. So habe ich das auch gesehen. Und in der Definitive Edition sind mehrere Spiele drin. Also Reptide, ich glaube Reptide heißt das, ne? Und dieses, Herrgott, wie hieß das mal? Dieses Side-Scroller ist es doch, so ein Prügelspiel. Dead Island, Revenge, Retro, Revenge oder so. Sind auf jeden Fall drei Games mit bei. Und wenn ihr die PS4-Version habt, müsst ihr euch Reptide und dieses Revenge, Retro, Revenge, ich keine Ahnung, wie die heißen, müsst ihr euch dann separat downloaden. Das geht aber nicht mit einem deutschen Account. Da müsst ihr leider einen AT-Account erstellen, einen PSN-Account. Und dann braucht ihr den Code dann nur eingeben im Store und dann bekommt ihr halt diese beiden Zusatzspiele noch hinzu. So. Jetzt rennen wir hier mal ein bisschen rum. Gut, da ist dicht zu Fahrstuhl Lobby. Okay. Ich habe jetzt die Stimme auch jetzt nicht so angepasst mit Mikrofon hier. Ich habe jetzt das nur nach 15 Mikrofon von der PS4. Und ich hoffe, das klappt soweit. So. Das Wetter wird schlecht. Gut. Mal schön plündern. Und wo müssen wir hin? Hier müssen wir hin. Öffne Fahrstuhllucke. Okay. Ist doch ein bisschen pixelig, ne? Naja, muss gehen. Es wäre richtig geil, wenn man mit den Leuten zusammenspielen könnte, die halt die PC-Version haben oder die Xbox-Version. Ich hoffe, dass da dass es da weiter vorangeht, weil Microsoft hat ja jetzt da irgendwie was gemacht, dass irgendwie die Konsolen übergreifend zocken kann.
Oder irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, da direkt Play oder ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr interessant. Ja, immer schön alles plündern, weil wir können ja nachher unsere Wummen oder ja, unsere Keulen und Messer oder so können wir ja alles schön upgraden und modifizieren. Das kostet eben auch alles ein bisschen Kohle. So, da hinten stehen schon ein paar Gestalten. Was? Achso, ach hier, achso, ja, genau. Hier muss ich. Aua. Oh, da gibt es so viel zum Plündern. Jawohl. Gut. Achso, ja, Jenny, das ist das Neue. Also, was heißt das Neue? Das ist der erste Teil halt, ne? Aber das ist die Definitiv Edition. Do you know how close we came to bashing your head in? Fuck, I should have never listened to Cinnamoy. Alles klar, sind recht verzweifelt alle. Energy Drink. Ja, bleib mal locker. Macht hier mal nicht ins Höschen. Find a weapon. Don't let him die. Brauch eine Waffe. Ein Paddel. All right. This is fucking crazy. On three. One, two, fucking three. Die Attacke. Da liegt noch ein Paddel. Oh. Machen wir erstmal hier ein bisschen Hula. Klatsch, eins auf die Rübe. Oh. Ja. Nur meine Hacke. Oh, der braucht Hilfe. Klatsch. So, der kriegt auch noch sein Fett weg. So. That's the last one? Okay then. Thanks, mates. Akt 1. Nee, Jenny, das ist kein, so viel ich weiß, kein neuer Content, es ist einfach halt nur halt remastered, ne? Die alten Teile.
Und das alles mit bei, was es je für Dead Island mal rausgekommen ist, die ganzen DLCs, glaube ich, ist alles mit drin. Warte, ich hab das Mikro an. Ja. I have many sick and injured here, May. They're crazy with fear. Tell me where you are. Where are you? You there, May? Hello? Hello? Ich muss mal kurz die Tür zumachen. Frau ist hinten am Telefonieren. Hat einen Sammel da hinten. Gut. Fähigkeitspunkte stehen zur Verfügung. Drücke oben, um sie einzusetzen. Okay, so, Fähigkeiten. Überleben, Kampf, Raserei. Ich entscheide mich für... Ich entscheide mich für Kampf. Klingenkämpfer. Du kannst mit scharfen Waffen speziell auswählen, wenn du... Okay. So, machen wir dann einfach mal. Oder? Ja, alles klar. Name's John Cinnamoy, the head lifeguard here. Voice on the radio told me you were in trouble at the hotel. Said you were resistant to whatever this is. I didn't believe it. Then I found you and I saw the bite marks. You got no symptoms, but those aren't love bites, are they? Nö, das stimmt. Also, wenn du es hier schon hast. Ja, dann muss man sich das halt überlegen, ob man das halt noch nachkauft. Aber ich habe es auch für den PC und für die PS3 habe ich es auch. Aber da habe ich jeweils nur den ersten Teil. Also dieses Reptide oder Repetide oder wie es heißt, das habe ich halt nie gehabt. Schlüssel zum Leben, hol dir die Rettungsschlüssel. Alright. Good. First off, we need an access card to get past the security gate. Mine's in my room. With all the commotion, I forgot to take it with. Es ist genauso die Entscheidung. Früher. Mit The Last of Us. Ich hab's für die PS3 gehabt oder hab es immer noch. Und ja, holt man sich die PS4-Version auch noch, hat man da Bock, jetzt nochmal extra Geld auszugeben? Muss man immer für sich selber entscheiden, ne? Die PS3-Version sah schon Porno aus. Ne? Daher. Naja. Warte, ich hab's trotzdem noch für die PS4 geholt. In den Sonnenuntergang reitend. Okay. Ah, thanks. Ja, ich hab den noch nicht gespielt, Reptide. Where the hell else am I gonna go? Tide, Tide, Dödel. Auf jeden Fall richtig, ich find's richtig geil, Dead Island Definitive Edition. Auf jeden Fall. Also, muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das nochmal ausgeben will, wenn er schon alle Teile gespielt hat oder alle Teile auf dem PC oder auf der PS3 oder sonst wo hat. Ich finde es auf jeden Fall cool. Und kostet 39,99, oder? Man kann nicht die Spiele auch einzeln kaufen. Aber wie gesagt, gibt es nicht im deutschen Store. Ne? Müsst ihr dann einen AT-Account machen. So. Erstmal hier alles wegnehmen. Oh, Entschuldigung, ich wollte eigentlich hier. Nein, ich bin mit dem Ball. Ey. Wieso kann ich den Ball nicht treffen? Oh, oh. Naja. Ja, es ist heller. Ne? Also wenn ich jetzt an meine PS3-Version denke, da... Ich hab's gedaddelt, aber es hat mich schon genervt, weil das war sehr oft am Ruckeln. Ne? Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Mein Gott,
Es ist egal, wenn es jetzt nicht so Standbilder sind, dann ist es mir egal, wenn es mal dann irgendwie einen Slowdown gibt, ne? So, okay. Ach so, Moment, ich muss ja auch irgendwie, glaube ich, ein Quest aktivieren, ne? Hauptquest, wir können mal Nebenquest machen. Was ist das? Die Verlorene. Suche Maggie. Suche Maggie, kann ich den nicht verfolgen? Den kann ich nicht verfolgen. Gut, machen wir Verfolgung Hauptquest erstmal. Da ist noch ein Ball. Oh, da hat sich bewegt. Egal, dafür nehme ich noch ein Paddel. Oh, warte mal, das Paddel ist besser, ne? 26,4. Paddel. 26,4. 26,4. Hä? Der hat doch eben angezeigt, das ist... Egal. Ich nehme eh das. So. So, warte mal, ich muss hier wieder mal kurz auf Twitchy gehen. Ja, und wenn man das halt mit Leuten zusammen zockt, ich glaube, man kann das zu dritt in der Party, oder war das zu viert? Nee, viert, ne? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall macht das Koop nochmal um einiges Bock. Oh, der Briefträger. So. Das ist dafür, dass meine Version zu spät ankam. So. So, nochmal trinken hier. Draußen fliegt voll der Tiefflieger hier. Bescheuert. So, da müssen wir lang. Habt ihr den Hubschrauber gehört? Nee, ne? War ja echt frech. So, ich sollte nicht so viel saufen, weil ich kriege jetzt sowieso nicht. Aua! Können wir doch Baden schicken, ne? Was saufen die? Am Röcheln ist er ja, ne? Ne, da verliert kein Ding, oder? Ne, okay. Alk. Ach, warte mal, da gibt es doch nachher eine Quest mit Alk aufsammeln, ne? Irgendwie war das doch. Da. Ja, zu viert, ne? Okay. Zu viert, genau. Ja, ich habe ja keine Freunde, die mit mir hier der Deine spielen. So. Armes Töff. Gut, ich kann den Alkohol ja trotzdem aufsammeln, muss er ja das nehmen wir mit, das nicht saufen. Himmel, was ist das? Konserve. So, schaffe ich das beim ersten Mal? Na. So, da hat einer gerülpst. Da. Die Badenmann. So, wo müssen wir jetzt hin? 60 Meter. Okay. Ich
Wichtig ist natürlich immer auf seine so die Ausdauer im Auge zu behalten. Aua. Weil das Zuschlagen kostet, das Treten kostet und das Laufen kostet. Also wenn ihr die ganze Zeit irgendwie am Rumbökeln seid, am Rumlaufen, habt ihr nachher irgendwie nicht mehr genug Puste und könnt ihr nicht zuschlagen. Da bleibt liegen, Mann. Oh, Entschuldigung. Sind eh nur Pixel. So, weiter geht's. Ich weiß, dass es hier mal irgendwo eine Quest gab. Hallo. Oh. Es gab hier irgendwo mal eine Quest. Der wollte Alk haben, glaube ich. Ah. Das ist ja auch nicht. Alles an Alk einsammeln, ne? Ja, man kann das. Ich habe aber nur den ersten Teil auf dem PC, ne? Dietrich, Stufe 1 benötigt. Ich bin blöd, ich habe kein Dietrich. Ja, noch ein Paddel. Ich bin Paddelfetischist, her damit. Warte mal, da fehlt doch noch was vom Leben, ne? Oder? Oh, Tüfe. Wieder voll. Ja, wir können das gerne auch mal auf dem PC zusammen daddeln. Kein Thema. Ja. Weil das, wenn man halt mit ein paar Kumpeln zockt, das bockt halt mehr, ne? Man kommt sich da nicht so verloren vor. Sauf ich schon wieder die Cola da. Oder Energie. Energy Drink. Oh, mein Gott. Oh nein. Oh Gott. Oh Kacke. Mensch, Ted. Fuck, my own fucking brother! Jesus Christ! What else could I do? Let him kill me? Why are you looking at me like that? What the fuck do you want from me? I had no choice! Oh, God. Ja, tut mir leid. Ich, oh, God. Ja. Nee, Jenny, lass uns das mal festhalten. Na, vielleicht können wir das ja, was weiß ich, zerlege ich das morgen einfach nochmal auf dem PC. Dann können wir es ja ruhig mal daddeln. Achso, auf welchen WoW-Server spielst du eigentlich? Wie hieß er da? Metasturm? Oder wo daddelst du aktuell? Das ist ein Panzerfernseher. Oh, soll ich auch haben. So, hier, Pornomusik brauchen wir nicht. Eigentlich hatte ich mich auf den Juni ja so extrem gefreut, weil es sollte ja am 20. Am 22. No Man's Sky kommen. Boah. War ich so geil drauf, aber wurde ja jetzt leider verschoben auf gegen die Wand gelaufen, Idiot. Wurde halt jetzt verschoben auf August, 10. August war das, glaube ich. Ist zwar scheiße, aber naja, ich habe lieber ein fertiges Spiel als nachher wieder irgendwelche Bugs oder so. Sollen sich ruhig Zeit lassen, wir machen das schon richtig. Gut. Gut, wir haben, glaube ich, die Karte. Können wir mal wieder zurück? Moment, ich habe hier irgendwo was am Chat.
Netasturm ist tote Hose, echt? Geht da nichts mehr ab? Ich habe mir einen Charakter jetzt gemacht auf Dunmorok, habe ich mir einen Account, Quatsch, einen Charakter mal erstellt. Und da geht es eigentlich noch ganz gut ab, da sind doch ein paar Leute. Ja, so hin und wieder bekomme ich dann auch mal Bock, so ein bisschen WoW zu spielen. Ja, das ist dann zwar nicht Dauerzustand, aber dann zocke ich und level halt meinen Charakter, bis ich keinen Bock mehr habe. Jetzt habe ich mir gerade mal einen Hexenmeister gemacht und renne da mal so ein bisschen rum. Und naja, was. Aber du bist ja Horde. Was, ihr sucht immer noch eine Gilde? Ja, ich bin auch momentan in keiner drin, aber ich bin ja Allianz. Ich bin ja schon etwas gehobene Gesellschaft, weißt du? Nee, du, aber ich hab auch einen Hortler auf Netasturm. Da habe ich auch einen Hortler. Und der ist, glaube ich, 12. Das ist, glaube ich, sogar ein Jäger. Allianz ist hässlich. Guck dich mal im Spiegel an mit deinem Hortler. Du hast bestimmt so ein Ork, hast du. Die sind grün. Oh, mein Hammer ist gleich kaputt. So, Smash. Ah, ja, es ist scheißegal. Horde oder Allianz, mein Gott. Ich werde wahrscheinlich auch die Tage nochmal einen Hordler nochmal vielleicht weiter leveln. Weil ich finde die Gegend eigentlich nicht so schlecht. Ich finde sie recht schön. Oh, das ist geil. Das will ich haben. Den Schlüssel will ich haben. Den wird da. Wo war der denn jetzt? Schraubenschlüssel, ne? War es der? Das ist ein Dreck. Ich habe es mir nicht gemerkt. Ich glaube, das war der. Nee, Brecheisen. Nee, der war das, oder? Nee, den habe ich schon benutzt gehabt. Messer. Ja, wir können einfach die Pike nehmen. Naja, ich werde schon das Richtige wiederfinden. Und Mist, ich habe es mir echt nicht gemerkt, was ich eben aufgehoben habe. Da. Klein, grün und schön. Das ist dein Accountname. Dann kann ich dich ja nachher einfach mal adden, ne? Oder morgen, wenn ich denn daran gehe. Ich glaube, Frau wollte den einen Tag auch nochmal gucken und hatte so einen kleinen Anflug von Lust gehabt, WoW zu spielen. Beautiful. For a moment, you can almost forget. Ah, Battletech. Okay, alles klar. Ich schicke dir nachher einfach meine Freundschaftsanfrage. Bringen wir mal die Karte zurück. Maggie, warte mal, da hat sich glaube ich noch nichts getan mit der Quest, ne? Kann ich irgendwie noch nicht aktivieren. Oder? Der zeigt mir die nicht an. Aber der zeigt da drinnen noch einen Quest an. Zumindest habe ich einen Quest vergessen, oder was? Can't wait, if those things come in force, you can destroy. You did it? Alright. Thanks to you, we might all just make it. Frech wie nix. We are not safe here, mate. Okay, ready to go out there again? I need you to find a lifeguard station and see if it's safe. Can you do that for me? Geht zum Rettungsschwimmer. Sure. Mein Charakter heißt, ich habe immer mir fallen immer komische Namen ein. Kopfkruste. Jetzt habe ich einen, den nenne ich Bluteimer.
So, okay. Alles klar. Was macht ihr denn da? Achso, die Schlange. So, mein Gott, Leute, hängt nicht durch. Kommt raus, Mann, die Sonne scheint. Welche Quest habe ich dann jetzt aktiv? Das ist Exodus. So, wir haben einfach nur diese beiden. Also, werde ich die einfach. Ja, achso, ist ja schon aktiviert. Gut, machen wir die erstmal. Die Maggie, ich habe keine Ahnung, wo die Maggie ist. Er zeigt mir auch kein aktuelles Ziel an, wo das sein könnte. Da. Zack. Der zuckt noch. So. Oh, ganz viele Paddel. Da ist ein Paddel. Und hier ist auch ein Paddel. Ja, egal. Oh. Schnetzel. Oh. So schaut's. Ja, ich bin also ich bin sehr, sehr einfallsreich in Sachen Scharnamen vergeben. Ich hatte auch mal einen Charakter gemacht, der hieß Kann nix. Can't hurt the look. Aber frech wie nix ist ja auch, ist auch nicht so schlecht. Ja. Statt sich die Leute wundern, dass ich hier irgendwie mich hier unterhalte, ich rede hier mit Jenny über Facebook. Sie schreibt über Facebook. Warum schreibst du eigentlich über Facebook? Warum nicht hier bei Twitch? Und hat sich da nicht angemeldet, ne? Wie ich dich kenne. Oh nein, was kommt? Okay. Ja, und ich habe vorhin meine Version, Dead Island Definitive Edition Version, vorhin im Briefkasten gehabt und habe, ja, so blöd ich bin, mit der Kampagne von Raiden, habe ich angefangen. War auf jeden Fall richtig geil. Ich habe sie durchgespielt, ich habe ein paar Stunden dafür gebraucht, aber es war richtig cool. Aua. Ja, nun. Warte mal, das. Oh, das ist besser. Ich glaube, die Picke war sowieso gleich hinüber. So, achso. Jesus Christ. If you hadn't come along. You want to come with me? I'm gathering any supplies I can find at the water sports rental kiosk. Hey Robin, ja, der dicke Mann, der hat jetzt Urlaub, ne? Der ist geplatzt. Der kommt irgendwann. Ich habe es schon auf der PC gedownloadet, also es steht alles schon in den Startlöchern. Bloß jetzt ist Dead Island dazwischen gekommen. Und das ist so ein geiles Spiel. Und das muss ich zuerst zocken. Na siehst du, da ist er, endlich. Da kann ich auch besser den Twitch-Chat beobachten. So. Gut. Ja, ich weiß. Lass mal alles krallen. Eine Trophäe, danke schön.
So, eine Werkbank. Da können wir uns gleich mal dran auslassen. Mal sehen, ob wir da irgendwie was Schönes basteln können. Gut, wir können reparieren, modifizieren. Genagelt. Okay, Bauplan genagelt. Das kann ich noch nicht, dafür brauche ich Nägel. Hoch auf den Berg fahren. Ach ja, warte mal, genau, da war doch auch irgendwie eine Station. Ne? Da war Mackie, glaube ich, ne? Ja, Strom, das habe ich vorhin auch gemerkt, als ich hier diese Rider-Kampagne gespielt habe. Da hatte ich mir eine Pistole gebastelt mit Schock. Und ein Schuss und die Dinger, die fielen dann um wie Ameisen. So. Das hatte ich aus. Das habe ich aus. Küchenmesser. Warte mal, ist das reparieren oder was ist jetzt? Na gut, ich kann mich jetzt sowieso nichts. Ich bin nicht Stufe 2, Stufe 2, Stufe 3. Ach so, die sind beschädigt. Okay, bevor man die. Genau, so war das. Ne? Erstmal reparieren, bevor man sie upgradet. Ne? Ja gut, ich bin mal so frei. Ich bin reich. Ich mache alles heil. So. Und dann machen wir mal den. Einmal Nagelhammer. Küchenmesser, das haben wir mal ein bisschen, warte mal, das können wir ganz hoch hauen. Brecheisen. 35, 3, 46, warte mal, Eigenbaumesser, haben wir hier. So. Eigenbaumesser. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was habe ich ausgerüstet, theoretisches Messer. Kann ich das. Wo ist das Eigenbaumesser? Warte mal, wir haben den verbessert. Mein Gott. Und den haben wir. Okay, alles da. Das haben wir verbessert. Den legen wir mal ab. Und nehmen stattdessen das Hammerli. So, weiter damit. Ja, ein Katana mit Strom. Ja, das ist dann wieder für die Profis, ne? Oh, da hängt auch eine Pike an der Wand. So, hier noch mal kurz den Müll durchsuchen. Und, ja, gehen wir mal weiter. So, zack. Hast du was zu looten hier? Knifte, her damit. What? Oh mein Gott. Ja, komm her, du. Oh, da hat er seinen Freund mitgebracht. Da war ich nicht mehr vorbereitet. Siehst du? Hab gedacht, da ist ein armes kleines Mädchen. Oh, da ist ja noch ein Dritter. Arschgesicht, so. Da kommen noch ein paar. Okay, 60 Meter irgendwo da hinten ist irgendwas. Ist da oben? Platz. Na, denn. Ja, auf jeden Fall macht das riesen viel Spaß. Also finde ich richtig geil. Ich bin sowieso ein Zombie-Fan. Mal davon abgesehen. Apropos Zombie, ich bin sowas von angefressen. Fear the Walking Dead. Ich habe mich so gefreut. Ich habe zwei Montage, habe ich nicht geguckt. Weil ich dachte, boah, ich bin geil. Dann habe ich zwei Folgen zum Angucken. Weil kommen ja immer jeden Montag. Ja, Scheißendreck. Da ist jetzt eine neue Serie gestartet. Da kommt jetzt jeden Montag erstmal eine neue Folge. Dieses, wie hieß die nochmal? Reacher? Irgendwie mit so einem Pastor da. Ist eigentlich auch ganz lustig. Aber es hat mich trotzdem geärgert, weil ich wollte. Seid ihr Drillinge oder was? Ich hatte mich so oft gefreut auf Fear the Walking Dead.
Ja, und die machen jetzt schon wieder Pause, ne? Ich hasse sowas, wenn die Pause machen. Man kommt dann mal völlig raus. Okay. Yay, Aufstieg. So. Gut, 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 gut. Da war ich jetzt die Tage überlegen, ob ich meinen Hunger nach Walking Dead irgendwie ein bisschen, ja, meine Lust befriedige und hier diese Walking Dead Spiele spiele, hier Season 1 und 2. Aber komme ich irgendwie nicht zu. Stattdessen habe ich mir dann gestern einfach mal eine Walking Dead DVD reingehauen. Ich habe mir die Dinger auf DVD gekauft. Bin ich voll stolz. 39. Ja, gib her. Scheißegal. Du stehst bestimmt auf, ne? So, komm. Zack. Ja, wisch die Treppe mit deinem Gesicht. Ja, die hat fies aufgehört, die na. Also ja. Also ich tippe mal, dass das ach, wie heißt er, der Chinese nochmal? Ich bin Brei. Jenny, helf mir doch mal. Wie heißt der Chinese bei Walking Dead? Ich glaube zumindest, dass der tot ist. Seite geschoben. Ich weiß, dass seine Frau heißt in der Serie Maggie, das weiß ich. Na, jetzt krieg ich das Katzengeballer, was soll denn? Aua. Ja, den Chinesen. Nein, nicht Sam heißt er. Heißt er Sam? Nee, warte mal, ich muss mir hier kurz was fordern. Ja, Spritze, zack. Pflasterspritze. Hey Chris, moinsen. So. Ich komme echt nicht auf den Namen. Das ärgert mich ja völlig. Chris Gas. I set you free. So, wir sollen hier eindringen. Genau, Glenn. Oh, Herrgott, endlich. Danke. Genau, Glenn heißt er. Ja. Oh. Der sieht nicht gesund aus. Ich denke mal, das hat den Glenn erwischt. Hey Chris, du kannst mich gerne adden, aber im Moment spiele ich jetzt so einen Stream alleine. Vielleicht in den nächsten Tagen, wenn ich weiter streame. Weil ich will ja alle Teile hier zocken, von vorn bis hinten. Und fleißig auf die Fresse kriegen. Und dann denke ich mal, kannst du bestimmt mitspielen. Aber heute meine ich. Aber wie gesagt, du kannst mich gerne essen. PlayStation Gatomga. Warte mal, kann man das eigentlich hier irgendwo sehen?
Kann man nicht sehen, ne? Kann man irgendwo meinen Namen sehen, ne? Da, Gatonga. Da kannst du mich dann einfach adden. Und dann, warum nicht? Alles klar, Chris, hab deine Anfrage bekommen und nehme ich nachher an. So, warte, das ist Energy. Ja, in einer Folge habe ich gedacht, dass Glenn jetzt schon wirklich tot ist, als er da mit diesem komischen Kollegen da abgehauen ist und der sich dann erschossen hatte und dann da runtergefallen ist und dachte ich, okay, das war's. Aber dann war es wohl, war es nicht so. Aber jetzt glaube ich, dass es hat den, glaube ich, erwischt. Weil laut Comics oder so, ne, wenn ich mich nicht irre, stirbt Glenn ja in einem Comic. Wird, glaube ich, von einem mit einem Baseballschläger erschlagen. So denke ich mal. Ich kann mich aber nicht weiter erinnern. So, ich muss mich mal konzentrieren hier. Ja. Bam. Ach, guck mal. Ein kleines bisschen noch. So, Peak. Ja, ich fand das auch voll traurig. Ich dachte, mein Gott. Aber jetzt hängt man ja auch sowieso in der Luft. Und wobei, ich denke mal, der Glenn ist tot. Das Jenny, freunde dich mit den Gedanken an. war hier oben was? Warte mal, oder müssen wir... Nee, wir müssen, glaube ich, hier erstmal alles killen, ne? Guck mal hier, da, Funzel. Ich weiß aber immer noch, als ich das erste Mal, weil ich bin ja so ein Zombie-Fan, ne, ich mag die alten Romero-Zombie, mag ich sehr gerne. Und als ich dann aber hörte, da kommt eine Zombie-Serie im Fernsehen, wobei die erste Folge von The Walking Dead wurde ja auch, glaube ich, noch als Premiere online gezeigt. Ich glaube, das war bei MyVideo oder so. Konnte man, oder war das MyVideo? Wie hießen die denn? Auf jeden Fall konnte man sich die kostenlos anschauen. Und dachte ich auch, naja, was wird das schon sein? Das ist eine TV-Serie, das wird doch niemals blutig. Naja, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Und seitdem finde ich The Walking Dead geil. Muss von mir aus nicht immer gleich alles blutig werden und man sieht irgendwelche Gedärme fliegen oder Gehirne an der Wand klatschen. Jetzt ist es mittlerweile so, ich interessiere mich für die ganzen Charaktere, die da rumrennen. Ja, man leidet mit, wenn ein Charakter ja, stirbt, so wie Herschel oder so. Da war ich auch geschockt, dass der dann tot war. Oder der, wie hieß der ältere Mann mit dem Wohnmobil? Dale, ne? Dale hieß er, glaube ich. Als der ja, vom Zombie überfallen wurde, und aufgerissen wurde, da war ich auch geschockt, da hatte ich auch so einen Scheiß. Aber naja, so ist es nun mal halt. Sind ziemlich viele Leute gestorben. Ja, den Priester, ich weiß nicht, den Priester ist nicht so ein Schisser oder keine Ahnung, jetzt macht er einen auf wichtig. Ich mochte ihn von Anfang an nicht so. Also den Charakter, ne?
müssen nach oben, ne? Ich glaube, hier unten haben wir jetzt alles. Sag mal, warum ist die Funzel denn dann dauernd so schnell leer? Ich bin immer gespannt, wie das neue Spiel wird von Walking Dead. Da soll ja irgendwie so ein neues kommen. Wie hieß das nochmal? Overkill? Overkill, glaube ich, hieß das. Da bin ich auch mal gespannt. Ich glaube, das heißt Overkill. Ach, halt die Sappel da. Achso, halt die. So, hier. Hey, werf mal ein Paket ab. Ach nee, das war ja ein anderes Spiel. So. Ach, da sind sie wieder am Futter. Oh! Da haben die Ecke gestürmt. Wie so ein wild gewordenes Ferkelchen. So, ich habe keine Puste mehr. So, ist der wohl. Das sind Schwestern. Die haben auch den gleichen Bade, den gleichen Bikini an. Finde ich immer schade, dass, aber das ist bei ganz vielen Spielen so, dass da irgendwie immer Klone sind. Ja, es ist nicht so schlimm, mein Gott. Schlimmeres. Ganz schlimm fand ich das mit den Klonen bei diesem einen. Wie hieß das nochmal? Rise, Son of Rome oder so. So ein Xbox-Spiel. Das Spiel ist absolut geil, aber da laufen nur Klone rum. Das hat mich sowas von genervt. Das fand ich voll Panne. Aber das Spiel selber war geil. So, hier ist nichts. Gut, wir müssen runter. Gibt's, glaube ich, auch für den PC. Das Rise, Son of Rome. Ich denke mal, dass es so heißt. So, nochmal. Meine Kehle ist heute wieder so trocken. Lifeguard. Oh. Das ist der Funker. Oh. So. Keine Funklizenz. So. Gut. Da haben wir unsere Schnellreise. Sehr schön. Funken wir mal eine Runde. Kommen Sie. Aber in Sachen Walking Dead, ich mag immer auch gerne so die erste Staffel wieder von vorne angucken. Ne? Also ich habe mir die erste Staffel schon, ich weiß nicht, ob ich es mir mal angeguckt. Ich habe die anderen auch, aber die erste, die gucke ich mir so gerne an. Nice job, mate. We're safe now, thanks to you. Ey, schmeiß dann wieder hin. Okay. 66. Ich finde auch, die erste ist aber noch die beste. Nehme ich das mit? Was ist denn hier los? Über alles Aufträge. Oh Gott, sag mal. Mach mich nicht fertig, Leute. Ich finde jede Staffel geil, aber die erste fand ich immer noch am besten. Deswegen gucke ich mir wahrscheinlich auch immer wieder gerne an.
Hey, Maki! Genau, Danny. Genau. Maki, du nasser Pudel, bist auch mal wieder da. So. Das Ding hier um Socken. Nee, kaputte Flasche. Genau, es gab ja nie so irgendwie eine Zombie-Serie. Also nicht, dass ich wüsste, es sei denn, es gibt sowas, aber ich wäre mir denn halt entgangen. Also, ja, ich glaube nicht, dass es vorher noch solche Serie gab. Und wie gesagt, ich gucke Walking Dead auch gerne, wenn mal halt kein Blut ist. Ne? Das ist dann halt die Geschichte selber, die interessiert mich mal gern. So extrem. Ja, man braucht die Käsesocken. Das sind alles Saschas. Gut, da war einer, der wollte was. So, komm her. Was wollt ihr alle? Hey, ja, Maki, nun geht gut, ne? Heute stream ich heute mal wieder seit langer Zeit. Zum ersten Mal wieder. If you can find me a few necessary parts of the wrecked cars, bisschen viel am Malochen. Und da komme ich, habe ich dann keinen Bock mehr irgendwie zu streamen. Aber jetzt habe ich ein paar Tage frei und die Zombies schnetzen. Yes. Excellent. You locate those parts. You know where to find me. Warte mal, ich quassel einfach mal mit jedem. Weil dann brauche ich nicht immer einzeln eine Quest annehmen und dann die machen und dann wieder abgeben und nächste. Oh ja, komm her, Jack. Remember me, mate. I'm the doctor, but I can't do much without medical supplies. The door to the infirmary is locked from the other side and Anne's in critical condition. You think you can help me break the bloody thing down? Tut dem Gesundheitswesen, hilft Jack zur Krankenstation zu gelangen. Ja, können wir machen. Ach echt? Gehst auf Kursfahrt. Na siehst du, hast ja einen guten Abschluss, ne? Kannst bei mir beim Stream ein bisschen zugucken. Ja, Frau geht es eigentlich soweit ganz gut. Die ist jetzt schon seit eine gefühlte Stunde ist sie telefonieren. I'll try. Ja. I appreciate it. Oder sie ist, ja, keine Ahnung. So, ja, gefreundschaftliche Frage von Roblox, wenn ich mich da jetzt nicht verlesen habe, nehme ich später an, kein Problem. Jo, die ist immer noch am Telefonieren. Ja, ich muss ja zugeben, ich bin ja nicht selber auf die Idee gekommen zum Stream. Das war ja die liebe Jenny, die hat mich gefragt, ob ich mal hier das streamen kann. Und da ich heute gut drauf bin, habe ich mir gedacht, na gut, komm, stream ich mal. Ach. Also. So, weiter geht's. Ich habe hier noch ein paar Sachen. So, komm her. Kelly's worried about her husband Will, but I think he's probably okay. If you happen to be nearby there. Ja, bis Frau wieder hier ist vom Telefonieren, da wieder spielt zweimal durch. Suche nach Hedis Ehemann ein, namens William. Sure. His name is William. He's about 6'1", black hair, good looking. He's a concierge. He has a friend named Doyle who works in the Diamond District bungalows. I'm thinking maybe he's hiding out there. So. Cinnamon doesn't know what the fuck he's doing. So, ich will mal kurz gucken, was da keine Ersatzteile im Rechner drin ist. Was hast du denn da? Na gut, okay. Bücher zählen. I ran out in such a rush, I left my necklace behind at the hotel. It's in bungalow 6 in the silver section. My husband gave it to me. It means a lot to me. I'm offering a reward. Can you help me? Bei dieser Oberweite sogar kostenlos. So, besorge die Heizkette. Bungalow 6 im Bezirk Silver. Yes. Thank you. Jo, nix zu danken. Please be careful.
Fähigkeitspunkte stehen zur Verfügung. Alles klar, wir können mal wieder eine Runde Fähigkeiten. So, was haben wir hier? Flugschlag. Flugschlag. Makellose Klinge erhöht Schaden mit einem Waffen. Und was ist das? Erhöht die Haltbarkeit von scharfen Waffen. Haltbarkeit ist gar nicht so. Weißt du was? Ja, genau. Wir nehmen mal die Haltbarkeit. Hört sich gut an. So. Gesundheitsmäßig sind wir, glaube ich, auf grün. Und irgendwo ist hier noch. Achso, der ist oben. Okay, oben habe ich irgendeinen vergessen. Dann müssen wir nochmal hoch. Was los, Wayne? Oh, hier kann man handeln. Ich glaube, das lohnt sich noch nicht so viel, ne? Weil 565. Erst 565 Mücken? Es kommt mir so weit, als ob ich Tausende aufgehoben hätte. Scheiß Urlauber, haben auch nichts mehr in der Tasche, ey. So. Gut, ich kaufe jetzt hier gar nichts. Wir können natürlich auch was verkaufen. Warte mal. 43? 26. Hier, komm, weg damit. Ach, scheiß drauf. Brauche ich jetzt erstmal nichts verkaufen. Oh, da war Mülleimer. Guck mal, ob Leergut drin ist. Lappen. Da, leer, nichts drin. So, ich glaube, oben war noch was. Da war auf jeden Fall ein Ausrufezeichen. Ja, wo ist der Hinnack denn? Oh, da bist du ja. Hey, Dominik. I'm Dominic. This piece of shit antenna is too weak to reach past the island. We need a signal amplifier to cut through the static. I worked on an antenna at the lighthouse nearby. I'm sure they got an amplifier there. We wouldn't last a minute against those things, but you, think you can get it for us? Ja, natürlich kann ich ihn holen. All right, excellent. You bring it back as soon as you can. Auf Sendung, okay. Was haben wir da? Da ist jetzt auch einer. Ach, da steht er, da, Honk. So. Was willst du von mir? These bodies are starting to rot. You smell that? We need to burn them before they start attracting more of these walking dead motherfuckers. The walking dead. So ich gerne. You can't get some gas from that station nearby. Oh, Schwierigkeit. Mega Totenkopf, alles rot. Hole Benzin von der Tankstelle, um die Leichen zu verbrennen. Naja, machen wir. I'm in. Okay, good. See if you can find a car. That way you can move more gas. Ich habe ja jetzt schon vor ein paar Tagen ein paar Spiele auf die PS4 schon gedownloadet. Zum Beispiel Outlast, das Whistleblower DLC. Muss ich ja irgendwann auch mal in Angriff nehmen. So, okay, jetzt kommen wir mal ganz kurz hier, Quest. Asche zu Asche. Machen wir das mit der Tankstelle? Schwierigkeitsgrad. Oder liegt irgendwas auf dem Weg? Scheißegal, wir machen das mal erstmal hier mit den. Hier ist aber auch gar kein Auto. Ach. Du kannst Bock auflaufen. Irgendwie eine andere Quest hier. Was gibt's denn noch? Auf Sendung. Wo ist denn auf Sendung? Was ist das denn? Geh zum Leuchtturm und hole dort einen Signalverstärker. Also, achso, das ist das Benzin. Wieso? Hä? Wird das nicht angezeigt? Moment, ich muss mal gucken. Auf Sendung. Ach so, natürlich. Das ist er. Ach du Scheiße. Der ist ja am Po. Warte mal, da kann man ja auch glatt. Ne, Benzin kann ich nicht holen. Da brauche ich ein Auto für. Gut, dann latschen wir. Komm, wir laufen einfach los. Vielleicht finde ich unterwegs ja irgendwie eine Karre oder so. Können wir nebenbei
noch ein bisschen was aufsammeln. $12. Das sind Hände. Oh. Was bist du denn hier? Mumion oder was? So, okay. Hier ist nichts. Was war das? Autoersatzteil. Her damit. Die Pike ist auch gleich kaputt. Was ist denn das für eine Hand da? Da muss doch irgendwo was liegen. Ach so. Halten. Hm. So, danke. Autoersatzteil genommen. Ach ja, das war ja die Quest von dem anderen Heini da, ne? Oh, shit. So, da war die Batterie vom Controller alle. Ich hoffe, man kann mich jetzt wieder hören. Wenn ich sag mal, ja, ob man mich hören kann. Ja, steht doch halten. Ich weiß, aber ich bin so aufgeregt. Die Waffe wechseln. Okay, hier, aua. Klatsch. Sonst au, ich bleib liegen. Da, einen gepflegten Arschtritt. Oh, das ist gut. Das nehme ich. So, alles gut, okay. Ja, der Thomas, der ist nervös, Marquis. Aber ihr könnt mich damit nicht mehr ärgern. Ich lasse mich einfach nicht mehr ärgern. Ich habe genug Ärger. So. Lass mal lüpfen. Warte mal, hier war doch noch was. Und hier hat mich ja Jenny dezent darauf hingewiesen. Halten! Danke. Du, viel blutiger. Ich glaube, das ist genauso blutig wie normale, die nicht definitiv Edition. Rübst er sich an zurecht hier. Der hängt. Aua! Der hält was aus. Aua! Sag mal! Ich halte sowieso nichts davon, Spiele zu indizieren und zumindest irgendwie den Erwachsenen das Recht zu nehmen, solche Spiele zu spielen, beziehungsweise diese Spiele zu kaufen. Es wird alles gemacht, damit wir Erwachsenen zusehen dürfen, wo wir halt solche Spiele erkriegen. Aber es sind alles für mich Pixel. Und wenn ich jetzt hier ordentlich ein paar Schädel einschlage, habe ich noch lange nicht das Gefühl, selber ein Messer oder einen Stock zu nehmen und dann auf die Straße zu gehen, um ein paar Leute zu erschlagen. Nee. Und wenn das andere Leute machen, dann hat das auch nichts zu bedeuten, dass das irgendwas mit Computerspielen zu tun hat. Nein. Kann man dem Computerspiel auch nicht die Schuld geben, weil ich sag nur, im Mittelalter, Hexenverbrennung,
wie brutal die da waren, da gab es auch noch kein Quake oder sowas, ne? Oder Doom. Oder Dead Island. Die Menschen sind halt brutal. Ja, Amen. Nee, ich gehe nicht um den herum. Ich stelle mich der Aufgabe. Siehst du, ich hab den geplättet. Zack. Hier ist auch irgendwo auch noch ein Autoteil, ne? Hier, irgendwo auf der anderen Seite. Wollen wir verarschen? Das ist doch der andere. Na egal, da komme ich eh ran. So. Auf geht's. Ja, voll kassiert. Schläge kassiert. So, genau, ich sollte mal ein bisschen was trinken, weil mir geht's richtig übel. So, ich glaube, Frau ist auch fertig. Bist du auch fertig? Ja. Jenny ist schon abgehauen, weil die sie ist jetzt hier bei mir im Stream. Ah, hallo. Ach, sie guckt zu, ja? Ja, sie guckt zu. Ja, huhu. Schönen Gruß von Davina. Ja, vielen Dank. Der Mann ist wieder. Ich hab mir schon sowas gedacht. Hat ja. mit dem Herz wieder, ne? Ja. Ja, das, der sieht doch, lag dann überhaupt intensiv. Ja, der ist, war einfach viel zu schnell, war er. Du bist wieder zum Fußball gegangen. Ja. Ne? Oh. Naja, erzähl ich noch. Kannst mir nicht erzählen. Warum kann man die Bälle einfach nicht mehr schießen? Das ging doch früher, ne? Wo ist denn Sascha? Sascha weiß ich nicht. Aber Jenny hat gesagt, du kannst gerne im TS hochkommen. Nee, jetzt muss ich erstmal auf Toilette. Jetzt habe ich so viel gequatscht. Was, du musst auf Toilette? Nimm die Kamera mit. Nix da hier. Ach Mann. So. Oh. Da hat eine Frau gerufen. Da hat irgendeiner gerufen. Da zappelt einer. Oh, heute mal, ich komme. Ja, Kleines, ich komm schon. Der Tom, der kommt. Was heißt die Sau? Please. Ja, ich komm doch schon. Please. My husband. He's bleeding. Can you help us? Mensch, Roger. Come closer. Name's Roger, brothers. And this is my wife, Jess. We were driving like a bat out of hell when I saw that broke down car. Forget about it. Ja. But I couldn't. Vielleicht bringt das mal ein paar Abonnenten. Ich habe heute ein bisschen Streams angeguckt. Ich mache mir halt die PS4 manchmal einfach nur so an und dann schaue ich mal so rum, was die anderen Leute so streamen. Waren da tatsächlich ein Mann und eine Frau, die haben es da getrieben. Kannst du es dir vorstellen? Und die Leute im Chat, oh, show tits. Und die macht die Dinger hoch und zeigt die Taschen da. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Echt jetzt. Solchen Leuten haben wir es zu verdanken, dass nachher wir irgendwann gar nicht mehr sowas hier nutzen dürfen. Oh, ich krieg was zu trinken. Moment. Should take her to the lighthouse. My brother James should be there. Oh. She'll take her in. Oh, noch ein. Dem geht es nicht so gut. Nee. Oh, ich darf nicht so. Darf nicht so viel trinken und muss immer so viel pullern. So. Bring ich den zum Topf. Bringst du mir den Topf, ne? Ja, genau, auf Twitch. Das war auf Twitch. Und ich bin ja nicht so, jeder soll ja seinen Spaß haben, ne? Aber ich habe das gemeldet. Es haben, ich glaube, 450 Zuschauer hatten die gehabt und die haben sich alle zu Tode geärgert, als ich das gemeldet habe. Und man konnte langsam bis 10 zählen und zack, Stream war aus. Was machst du denn da für einen Lärm? Jalousie hoch? Runter. Ach, runter. Na,
Na, auf jeden Fall finde ich nicht in Ordnung, weil es gucken auch Kinder, ja, auch Kinder haben eine PS4. Und muss nicht sein, sowas. Muss echt nicht sein. Spielverderber. Ich bin kein Spielverderber. Ja, in der Hinsicht bin ich ein Spielverderber. Das macht nichts. Bin ich gerne. Finde ich auch cool. Doch, die wurden gesperrt. Beziehungsweise der Stream wurde beendet. Ob die jetzt gebannt wurden, kann ich jetzt nicht direkt sagen. Okay. Ich muss mal kurz gucken. Ich lasse mich hier immer. Ich passe nicht auf. Okay, verdammter Schatz. Fahre Jessica zum Leuchtturm. Okay, Moment. Wir fahren jetzt erstmal. Was blinkt denn hier? Achso, Moment. Ich fahre dir mal erstmal weg. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Steig ein, Vibe. Steig ein. Na komm rein, los komm, Puppe. Alles ist gut. Bist du drin? Bist du? Geht doch. So. Ist Tom, kommen Toms Fahrkünste. Oh, Entschuldigung. Gibt er noch? Nee. Noch zur Not nochmal rüberfahren. Gut, wir bringen sie jetzt erstmal zum Leuchtturm. Wir fahren da jetzt erstmal hoch. Ja, geh doch aus dem Weg, Mann. Da steht auch ein Auto. Ah, verstehe. Klatsch. Oh! Manu. Yay, Aufstieg. I think we got a live one. Hey, up here. So. Mach auf das Tor, du Nudel. So. Frau Mädel, wir sind da. There are people living in the lighthouse? Ja, da leben Leute. Can't be. I can't believe you're alive. When we left Sinamoy, you looked like. Du hast wieder was zu verkaufen, ne? Naja, aber ich kaufe jetzt erstmal gar nichts. Es geht erstmal alles so. So. Thank you. Ja, bitte, bitte. Can you check on my husband? Und hier ist auch jetzt Maggie. Okay, warte mal. Wie kann ich was kriegen? Her damit. Was ist das denn hier? Voll unhöflich. Schmeiß das auf den Boden. Wir wechseln das einfach mal aus. So, komm. So, mal ganz kurz hier. Quest. Verlorene. Das ist hier Maggie. Suchen wir Maggie. Mal ganz gepflegt, was tut man, wenn man irgendwo fremd ist und geht irgendwo ins Haus rein? Ja, erstmal an die Schränke, erstmal alles einsammeln. James ist at the top of the lighthouse. Go see him. Ja, ich gehe gleich zu ihm. Bist du Maggie? Da ist Maggie. Steven is looking for me. Oh, I wish he had come with us. I'm worried about him. Could you please tell him that if you see him, that I miss him and I wish you were here with me right now. Ich bringe dir ganz tief schon. Gut. Alles klar. Talk to James first. He's the one in charge. Ich habe hier 1000 Quests angenommen, ne? Aber mach nichts. Da komme ich jetzt, glaube ich, im Moment nicht hoch. Okay. Dann, was hat er jetzt hier für eine Aufgabe? Was hat er genommen? Die Verlorene. Achso, immer noch. Bericht für Steve. Okay, ja. Oder bleibe ich jetzt hier?
Ich habe auch noch andere Sachen. Mein Gott, hier kommen wir wahrscheinlich sowieso wieder hin. So. Aber das geht doch gar nicht. Die haben das gleiche Nummernschild. Da hat die Meldestelle Scheiße gebaut wieder. Gut. Alles klar, dann wollen wir mal. Warte mal, da ist doch wieder einer am Essen. So. Ja, mit volle Pulle durch die Gedärme. Oh, da haben wir noch einen Kunden. Ups, da ist noch was zum Aufsammeln. Da sind doch wieder Autoteile. Heil damit. Wie viel soll ich denn jetzt überhaupt von den Dingern aufsammeln? Suche Halskette. Ich suche 4 Ersatzteile bei Autos in der Nähe. Ich habe doch schon 4. Warum sagt er nicht, dass ich es fertig habe? Egal. Ich denke mal, ich habe schon 4. So, weiter geht's hier. Warte mal, was war eigentlich mit diesem anderen... War der Typ hier? Ich kann den ja auch nicht verrecken lassen, ne? Der wollte doch auch irgendwas. Ach man, alle wollen immer was hier. Oh, der lebt nicht mehr. Roger ist hin. Na gut. Gut. Ach so, da kann man sich dumm. Ach so, okay. Kannst du sammeln, wie du willst. Na, wird nicht gesagt, ob du schon fertig bist. Wieso ist mein Auto? Ach so, das ist da hinten. Ich wollte sagen, wieso steht mein Auto in Flammen? Mich jetzt verfranst? Nee, ne? Nee, okay. Oder? Ja. Ja. Oh, Leute. Papa ist zu Hause. So, hier hast du deinen Dreck. Wow, great job. Nice. Now just give me a sec and I'll get this bitch running. Okay. So. Maybe there's something useful. Das sind noch 2 Ausrufezeichen. Ja, ich habe das eigentlich gern, wenn ich immer alle Quests gleich so im Buch drin habe. Come on! Achso, der wollte doch, dass ich hier was aufmache, ne? Ah, gut gemacht, Tom. I won't go in there with those things. So, aua! Tabletten, Verbände, immer das her damit.
Moment, da war noch was. Gut, dann auch wieder ein Fertigkeitspunkt. Ja, Schaden mit scharfen Waffen. Plus 5. So, warum nicht? So. Good on you, mate. Now let me get to work. Gut. Can't help it without the proper medical supplies. What a bloody disaster. Nothing here at all, is there? We need to think of another way. Will you help me? I need you to locate an ambulance or one of the lifeguard vehicles. Inside, you'll find a paramedic bag with all the necessary equipment in it. I'm pretty sure I saw one by the Diamond Bungalows. Yes. Without your help, we'd all be 6 feet under by now. Bloody walking corpses. Ja, die Halbtote ist ja hier, ne? Oder will sie was anderes? Ich denke darüber nicht nach. So. Moment. Steve. You found her? Steven. They're still here. Fuck it then, I'm out of here. Die Verlorene. Okay. Yes. This is it. Oh, thank you. Thank you so much. Here's the reward I promised. Hustenblutgeröchel. Ich kann ja mal gucken. Ja, wo hat sie dieses kleine Beil versteckt gehabt? Ich will das nicht wissen. Aber ich nehme es. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier die röchelnde Frau finden. Das ist die Heulerin. Let's take a look. I heard this scourge came from outer space. Hier ist das Klo. Hier röchelt keine. Ist keine. Egal. Weiter geht's hier. Wir haben Aufgaben. Im Krankenzimmer. Da war ich doch eben drin, oder nicht? Ach so, nachher, ne? Egal. Was haben wir jetzt als Aufgabe? Wir sollten... Wir sollten suchen nach Königs Elema, eine Sanitätstasche. Die können wir mal kurz machen noch hier. So. Also im Moment läuft das Spiel sehr geschmeidig. Also kein Ruckeln. Gar nichts. Ja. 44 Meter, 45, 44, 39. Irgendwo hier muss was sein. Da, der ist ja die Täter. So. Dann können wir das Beil mal einweihen hier. Oh! Eine Trophäe. Von jedem etwas. Mein Gott. Oh, da flog die Rübe weg. Mein Gott. so.
Da ist die Sanitätstasche. Da will die Verbände noch aufsammeln. Dietrich Stufe 2. Dreck aber auch. Ich hab keinen Dietrich. Das ist ja scheiße. Das kann man, glaube ich, skillen, ne? Dietrich. Raserei überleben bestimmt, oder? Töte, Wahrscheinlichkeit erhöht. Öffnen vor Schlitter. Da, Stufe 1. Ah, okay. Ja, das Überleben. Nur mal gucken, ob ich das da nachher mal ein bisschen ranskill. Wobei ich glaube nicht, dass da irgendwie voll die fetten Sachen drin sind. Ne, wir bringen das erstmal zurück. Oder, warte mal. Ich muss kurz auf die Karte gucken. Gibt es hier irgendwas? Kim. Anne. Töten. Gucken wir mal, was da los ist. Wir gucken mal. Na, alles klar. Gut. Oh. Home Run. So, da, warte mal, da sind noch ein paar Schädel. Mein Beinchen ist kaputt. Mein Messerchen ist auch kaputt. Ach, warte mal, ich habe ein paar mehr Plätze bekommen. Erst einmal, das legen wir erstmal ab hier. Wir brauchen neues. Kaputt, das ist auch was kaputt. Die Pike, mit der Pike kann man ja auch keinen erschrecken. Paddel ist kaputt hier, das packen wir dahin. Das Brecheisen. Na, ich glaube, ich muss nachher noch mal ein bisschen verbessern gehen. So, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Ware in den Finger. Stumpfsinnig. Ich muss sowas von pullern. Ich habe aber keine Lust. Hilft natürlich nichts. Ich gehe mal kurz pullern. Ich bin gleich wieder da. Pause machen. Sicher, sicher. Bin gleich wieder da. Die Erleichterung in meinem Gesicht. Gut.
Ich habe gleich wieder vergessen, was ich wollte. Achso, genau, wir wollten ja hier rein. So, pass auf, mit einem Schlag. Yay, mit Ansage. Grün. 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 So. Ein Ausweis. Sammlerstück. Sind die Assis eigentlich noch wach? Ich höre da gar nichts. I feel dizzy and a little nauseous. My heart is pounding, please. I haven't had anything to drink for quite a while. If you bring me some water, I'll give you whatever I have. Ja. Ja. Trotzdem. Yes. Assis. Thank God. Thank you. Whatever you can find. You find anything? Ja, hier hast du doch mal Wasser. Ja, bitte. Thank you. Wie, noch mehr Wasser? Oh, thank God. Thank you. Ich muss aber das Höchste mal runter, ne? Also noch mehr Wasser gibt's hier nicht. Ich muss das Wasser hier wegsaufen. I can't fall asleep without him, and I'm very tired. And those monsters keep knocking. Will you find my teddy bear? Ja, ich finde dein Teddy Bear. Sag mal, was ist eigentlich mit Marky los? Ist er schon wieder eingepennt hier, oder was? I'll try. Ich suche The last time I saw him, he was in our bungalow. Number 15, where I live with my sister Jenny. Nummer 15. Remember, his name is Teddy. Tell him Annie sent you, and I'm sure he'll go with you. Okay. He's a brave teddy bear. Ich glaube, die Aufgabe soll sie mal lieber alleine machen. Die ist mir nicht ganz geheuer. So, die will immer noch Wasser haben. Nix da. Ich bleibe es hart, die kriegt kein Wasser. Aber ein Wasser kann sie ja kriegen hier. Ich bin oh, ja nicht so. God. Ja, ja. Thank you. Ja, ja, der Tom, der liebt euch. So, ich bin der Gönner. Bist du denn? Die Tür ist doch offen, Blindfisch. Du bist ein dummer Zombie. Gut, welche Quest hat er jetzt genommen? Toy Story. Okay. Anders Teddybär. Ist bestimmt am Arsch der Welt, ne? Da unten. Wo bin ich? Mich ist blöd, wo bin ich? Ich bin da. Und da unten ist der Teddybär. Jo, Marky, Nacht und viel Spaß mit deiner Kursfahrt. Bis die Tage. Schön, dass du da warst. Marky Man. Nee, ich habe jetzt keinen Bock auf den Teddybären da. Warte mal, gibt's hier nicht irgendwas in der Nähe? Nichts zu danken, Marky. Da haben wir was. Pass auf, die will immer noch. Sag mal, wie viel Wasser will die eigentlich haben? Das kriege ich wahrscheinlich endlos, ne? Kriegst du was dafür? Ja, 100 EP kriege ich immer, aber nachher brauche ich das. Das Wasser. Weiß nicht, nachher finde ich so ein Soda-Stream und dann kann ich da eine Mega-Waffe, eine Brausepistole machen oder sowas. So, das ist old. Nee. Familienangelegenheit, mal gucken. 522. Du sollst die Flasche nicht essen, du sollst daraus trinken. Geht. Eine Tasche voller Leben.
124 Meter. Das sieht doch gut aus. Hey Zombie-Fan, servus. Was? Aua. So. Ja, jetzt werdet ihr alle munter hier, ne? Ja noch. So. Ist das jetzt hier die Möglichkeit? Achso, ich habe keine Puste mehr. So, ich bleib liegen. Jo, geht so, ne? Mir ist warm. Aber ein schönes Spiel zocken. Nö, ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. So. 62 Meter. Moment, wir gehen jetzt einfach mal. Wir gehen ganz blöd. Ach so, das ist ja hier zu Hause. Oh, na egal. Gehen wir halt diese Quest hier einfach mal ab. It's running like a dream. This ride is yours whenever you need it. Jo, danke. Ach ja, der wollte ja diesen Sanitätstasche-Kram. Hä? Wo ist denn meine Gummipuppe, die hier mal lag? Ach, die ist jetzt hier drin, ne? Da liegt sie. You just saved a lot of lives, mate. You may have even saved ants. Thank you. Ich hab's früher mal gedaddelt. Also auf der PS3. Oh, eine kleine Sense. Da habe ich es mal gedacht, aber ich habe es nie so richtig durchgespielt. Das hole ich jetzt mit der Definitive Edition nach. 70 haben wir etwas, was nicht so viel Aua macht. Da 26. So, die Sichel, die klatsche ich mir mal. Die haben wir mal. Warte mal. Komm hier. Kann ja später mal alles reparieren. So, einmal nochmal skillen. Was sind das? Schaden mit scharfen Waffen 5. So, Kosten bei scharfen Waffen minus 10. Achso, was mache ich denn da? Ja, oder wir gehen mal ein bisschen überleben. Verringer Cash-Strafe beim Sterben. Töten erzeugt auch so. Warte mal, das. Ah ne, ich muss ja erst oben anfangen, das stimmt ja. Medikits sind nur effektiver. Du in Sachen Skills, ich mach das immer nach wie. Nö, eigentlich nicht. Ich hab's nicht ausgiebig gedaddelt. Ich hab immer nur geskillt, wo ich dachte, das ist gut. Aber das mit den Medikits, weiß ich, ob das jetzt gut ist. Könnten ja einfach mal einen in Raserei packen. Das hört sich doch eigentlich ziemlich gut an. Raserei. Wobei ich halte mich nie so lange auf mit Skills. Wenn die Raserei-Anzeige voll ist, halte gedrückt. Alles klar. Okay. So. Jetzt haben wir eine kleine Sense hier. Nee, ne, man kann nicht, kann man wirklich nicht alle aktivieren, ne? Naja, gut, ich denke mal, wenn ich mich da verskillt habe, dann, ja, mein Gott.
So, suchen wir uns mal die nächste Quest raus hier. Familienangelegenheiten. Ach, wir haben ja jetzt ein Auto. Moment, wir können doch jetzt einfach mal hier das Benzin holen, ne? Fahren wir mal zur Tankstelle. Oh, das ist eine ganz schwere Aufgabe. Naja, wir können da einfach mal hinfahren. Wenn wir wahrscheinlich fröhlich sterben. Ja. So, sag mal, was ist denn hier los? Genau, immer auf gut Glück gehen. Das mache ich immer. So ist mein Charakter, der nicht wie die meisten. Oh, da fahre ich schon wieder gegen diesen Bus. So, hier rein, ne? Ist jetzt hier die Tanke? Ja, komm mal, so. Ja, hier ist die Tanke. Aber du kommst ja sowieso wahrscheinlich nachher angelaufen. Oh. So, dann wollen wir mal Benzin holen. Ich habe die Definitiv Edition, die komplette. Da sind Reptile ist drin und das Dead Island Retro Revenge oder wie das heißt. Ich habe jetzt gerade keine Ahnung. Moment, ich gehe mal kurz im Home. Ja, genau. Retro Revenge. Das habe ich. Sind alle Teile dabei. Hey, you! Go over to the door! Give me a sec to open it! Alles klar, Jenny. Nachti. Schön, dass du da warst. Tschüss. Seid ihr nicht im Chess? Ich habe keinen Kopfhörer auf. Du hast keinen Kopfhörer auf? So, erst einmal. Achso, ich dachte schon, da steht wieder so ein Zombie. Nachti. Ja, ich werde auch nicht mehr lange streamen. Ich hoffe, dass da Benzin drin ist. Nicht, dass ich jetzt hier leere Kanister, natürlich. Also es sind gefühlte 100 Jahre her, als ich das Spiel gespielt habe. Was meinst du? Na gut, vielleicht. Vielleicht muss ich mit dem Auto. Kann er gerne kommen, ich spiele noch ein bisschen. Muss ich mit dem Auto daran fahren? 10 Minuten, 5 Stunden. Wenn er Lust hat, kann er ja nochmal kurz kommen. Warte mal, wir fahren mal rückwärts heran. Dann schlaf mal schön, Jenny. Viel Spaß. Gute Nacht. Och Mann. Was will denn? Hallo. Was soll denn das? Egal. Ja, da bist du. Wo weißt du denn? Was willst du? What, you want gas? Sorry, the pumps ain't working. Ah, okay. Power's out and the generator's in the warehouse next door. Unfortunately, the front entrance is blocked. Yeah, maybe there's another way in. Try the roof. That might work. Head out the back so they don't see it. And take some canisters with. Yeah, once you get in, turn on the power and refuel those canisters. Now that we're here, we're not moving anywhere. It's too friggin' dangerous out there. Gut. Gut, dann schauen wir mal. Ja. Schauen wir mal. Landwirtschaftssimulator 15 meinst du wahrscheinlich, ne? Warte mal, Simulationen. Habe ich noch irgendwas draufgekommen? Landwirtschaftssimulator 15? Ja. Haben wir den nicht auf Steam?
So, wir müssen. Aber jetzt nicht. Nein, aber das spiele ich heute noch nicht mal. So, okay. Hopp. Schrippelt er mir hier ins Ohr, der Idiot. Aua. Doch, keine Arme, keine Kekse. Aua, da passt er auch noch. Die hat diese BH. Ah. Ja, ich hab Spaß. So, komm, einen noch, ne? So. So, da ist auch noch einen. Trophäe, nur eine Fleischwunde. Was ist hier los, Rosa? Da röchelt, da. Jo, ich hab so ein bisschen Minecraft. Du hast ja gesagt, du bist hier ab und zu mal auf Server 1. So. Da habe ich hier auch so ein bisschen was rumgebastelt. Das sind auch für leere Benzinkanister. Ja, Dietrich Stufe 3 benötigt. Weil, sagt ja keiner. Also sagt bestimmt irgendwo einer. Ich habe es dann irgendwo gefunden auf dem Forum. Das ist geschrieben worden. Ah, da. Aha, ja, da leuchtet schon. In der Beschreibung, wenn man online gucken geht, okay. Installationsanweisungen immer noch der Athel. Du kannst gleich liegen bleiben, ne? Ich bin nicht darauf gekommen, dass was der Fehler ist. Ich habe gedacht, der Athel-Lounger wurde irgendwie nicht richtig aktualisiert. Oder ich habe natürlich den Fehler bei mir gesehen. So. Ach, jetzt werden sie wieder alle munter hier. Meine Sichel ist jetzt, die ist jetzt im Arsch. Ich hab sie wieder. Ja, die ist jetzt kaputt. Die reißt jetzt nichts mehr. Moment, dann nehmen wir hier mal ein Sprecheisen. Wie jetzt? Ich habe keinen Pflasterkasten dabei. Okay. Oh, der hat ein Bein verloren. Gut. So, gibt es irgendwo was zu futtern? Snack. Ja, also ich habe auch Spaß gehabt. Ich habe mit Tom nur haben wir überladen gespielt. Klappt da auch ganz gut. Moment, was ist hier? Und wir hatten da auch Spaß dran. Allerdings ist es nicht okay. So jetzt der Langzeitfaktor, Spaßfaktor. Es geht ziemlich schnell. Ja, es wird ziemlich schnell langweilig. So. Genau. Ja, das war gut. Ich hab gehört, er hat total blöd. Das hast du gekriegt. Und sogar richtig gut. Okay. Also, wenn man das als Nettogehalt hochrechnet auf einen ganzen Monat. Wieso sind denn da jetzt rote Hände? Das sind diese hier, ne? Na gut, machen wir es einfach mal so. Wobei, du hast ja auch 7 Tage gemacht, ne? Mal so. Wir haben Zeit. Ja. Naja, okay, da bin ich ja nicht anders übrig. Kommt die schon angelaufen. Ein bisschen was cool zu machen, ne? Selbst wenn du nichts bekommen hättest, so. Ja, wenn du dann letztendlich das erreichst, was du haben willst, hättest du es immer noch. Wieso kann ich. Okay, warte mal, ich fahr mal kurz diese Karre weg. Da komm ich da raus, ja. Gut. Ob das dann was wird oder. Naja, es wird schon. Irgendwie. Moment. Das wird schon. Weil ich glaube, ich fahre die Karre da gleich erstmal hin.
noch keine hundertprozentige Zusage, ist aber auch keine Absage. Ist so positiv, vorsichtig positiv. Wieso brauchen die jetzt? Wie viel Kanister brauche ich eigentlich? Muss mal kurz gucken. hole Benzin von der Tankstelle. Abgeschlossen. Das ist nur ein Kanister, ne? Das wird schon. Das wird. Ich bin da. Ich glaube, also. So, ich glaub, ich das war's, glaube ich, jetzt. Okay, bring mir den Kanister weg. Ich hoffe, es ist richtig. Da. Es muss halt noch zwei Wochen dauern. Schreck mich doch nicht so. So, du wolltest den Kanister haben, ne? Was meinst du? Achso, gute Nacht, ja, schlaf schön, tschüss. Ja, tschüss. Andreas geht schlafen. So. Ich kenne ihn nicht, aber er geht schlafen. Hurry it up. Da hast du deinen scheiß Benzin, Mann. Hey, ich war auch nur kurz hier im Channel. Hey, thank you. This should do it. By the way, I'm Mike. I got the bodies piled up outside. Guess we're gonna do this. Ja, nee, die sind mir zu sehr auf Akquise aus. Gut, ich schau mal auf die Uhr. Viertel vor zwölf. Okay. Ich stuck mal auf die. Gut, ich würde jetzt erstmal sagen, ich mache jetzt hier erstmal Schluss für heute. Und ich habe und werde morgen mal weiter streamen. Funktioniert zwar nicht so richtig. Und ja, schönen Dank fürs Zuschauen, liebe Freunde. Ja. Und bedanke mich bei den Followern, die mich hier gefollowt haben. Ja, morgen, ich denke mal so ab 22 Uhr, werde ich den Stream wieder anschmeißen und dann hier an dieser Stelle weiter zocken. Gut, okay. Schönen Abend noch, schlaf gut, liebe Leute. Bis morgen. Tschüss.